Hi zusammen! Das neue, ich wackel jetzt mit den Beinen, deswegen wackel ich so, weil ich aufgeregt bin. Das neue Catrice-Sortiment ist auch endlich in Kiel eingetroffen. Und ja, ich war nicht alleine einkaufen. Morty war dabei und hat Blödsinn gemacht. Ich zeige euch erstmal die beiden Sachen, die ich gekauft habe oder die ich kaufen wollte. Und dann zeige ich euch den Rest, an dem Morty schuld ist. Ja. Und zwar fangen wir mal mit den Lidschatten an, denn es gibt ja neue Lidschatten. Ich habe vergessen, den Inglourious Masters mir anzugucken. Was für ein Fail. Allein wegen dem Namen war ich eigentlich schon total scharf auf das Ding, aber das muss ich nur nachholen. Welchen ich von vornherein total toll fand, war die 640 Don't Touch My Maserati. Er hier. Und jetzt kriege ich ihn nicht auf. Doch, jetzt. So sieht der Bursche aus. Und der hat schon fast eine cremige Konsistenz. Also er und die 630 Fancy Ear Copperty, das sind die beiden, die ich mir geholt habe. So sieht das aus, wenn man da ein bisschen mit dem Finger reingeht. Und so sieht das Watch dann aus. Also ich bin von dieser Farbe mehr als begeistert. Krümelt ein ganz klein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Aber der ist einfach nur richtig, richtig schön. Ja, das ist der Don't Touch My Maserati. Die Monolidschatten von Catrice liegen bei 2,79, soweit ich weiß. Nur damit ihr, also die Preise haben sich nicht geändert. Das hier ist der Fancy Ear Copper Tea. Der hat auch so eine leicht cremige Konsistenz. So sieht der aus. Das ist eine richtig schöne Farbe. Totale Orangenfarbe, oder? Ja. Den habe ich auch schon getragen, habe ich bei Facebook gepostet. Weil ich so verliebt war, musste ich das posten. Ich habe eine Facebook-Seite für YouTube, für die YouTube-Kontakte, wie auch immer. Die habe ich in meinen Infos auf meiner Seite. Könnt ihr ja mal schauen. Ich kann das ansonsten auch nochmal unter dem Video verlinken, wenn ich daran denke. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da Kontakt zu mir aufnehmt, mit mir schnackt. Einfach damit man so ein bisschen mehr schnacken kann, als vielleicht einfach nur in den Kommentaren. So, ich habe jetzt auch dran gedacht, kann ich auch gleich ins Leergemacht-Video packen. So, die beiden hätten wir. Ja, dann kommen wir mal zum Rest. Die Nummer 50, Blackjack with Goldie Horn, ist ein Gel-Eyeliner. Ein schwarzer Gel-Eyeliner mit ganz kleinen, feinen Goldpartikeln. Ich swatch den einfach mal wie einen Lidschatten, damit man das vielleicht auch ein bisschen sieht. Könnt ihr die sehen? So ganz feine Goldpartikel. Ich habe den jetzt auch noch nicht als Lidstrich getragen. Ich kann noch nicht sagen, wie gut die rauskommen. Aber es ist ein klassischer schwarzer Catrice-Eyeliner. Gel-Eyeliner. Tiefschwarz. Und ich habe das normale Original, den schwarzen habe ich. Und der benimmt sich auch großartig. Ich denke mal, das wird der hier auch tun, ohne dass man da großartig Abstriche machen muss. Ich weiß gar nicht, mit was ich weitermachen soll. Dann, ja, dann eine Palette. Die musste sein. Matt Spencer und Coral Hill. Die Quattros von Catrice sind ja eigentlich immer eine schöne Zusammenstellung. 4,49 kosten die, laut der Internetseite. Den swatche ich euch jetzt auch einfach einmal durch. Ich nehme dafür aber mal, weil die ein ganz bisschen Hilfe brauchen, witzigerweise, mache ich mir ein bisschen Art Deco Lidschattenbase auf die Hand. Denn ich meine, Lidschattenbase benutzt ja sowieso so gut wie jeder. Da kann man das auch mal benutzen. So. Wir fangen mal mit ihm hier oben an.
Ich swatch die jetzt einmal durch. Das sind die vier Farben auf einer Eyebase geswatcht. Ich finde die richtig schön, also gerade ihn hier. Ist klar, ne? Der Fluch. Ja. Ich hoffe, dazu wird es bald einen Palettenbattle geben. Ich weiß, dass Frau Bipunk sich den noch nicht geholt hat, aber ich hoffe mal, dass sie es bald tun wird. Denn dann können wir so richtig loslegen. Ja, richtig schön. Absolute Alltagspalette für mich. Könnte ich jeden Tag benutzen. Ich stelle sich die Frage, wie oft, aber ja. Ja. Lidschatten. Dann, oh ja, der ist nicht neu ins Sortiment gekommen, aber um den bin ich schon ewig rumgeschlichen. Da hat mich Follow-up Bunny, Annie, hat mich angefixt. Und zwar mit der Nummer 40040 Have You Seen Alice von den Intensify Wet and Dry Burschen. Ach, ich bin heute so blöd, um Lidschatten aufzumachen. Hier. Und ich swatch den jetzt einmal trocken. So sieht der aus. Richtig geil. Und jetzt, nachdem ich meinen Finger sauber gemacht habe, swatche ich euch den mal nass. Dazu nehme ich die Schattenpinsel von Essence und das Perfect Face Make-up Fixing Spray von P2. Die Katze turnt hier übrigens nebenan rum, nur falls ihr euch wundert, wenn ich da mal so skeptisch rüber gucke. So. Mal gucken, was der so kann. Also ich mache das jetzt auch zum ersten Mal nass, insofern seid ihr live dabei. Okay, die Farbe verändert sich tatsächlich ein bisschen. Also er wird auf jeden Fall deckender, wenn man sich das halt so vorstellt. Und die Farbe verändert sich ein bisschen. Seht ihr das? Also das ist trocken und das ist nass. Finde ich richtig schön. Was machst du da? Es macht Blitz. So. So, das Ding ist jetzt endgültig dreckig. Ich nehme mal ein neues. Ich habe jetzt Flamartücher hier. Warum musst du eigentlich immer rumsabotieren, wenn ich hier drehe? Das würde mich mal interessieren, Miezekatze. So, Pinsel ist auch wieder sauber. Das war er hier. Kommen wir zu 100 Glamorose. Der ist neu. Steht auch ganz dezent auf der Verpackung drauf. Ah, der geht auch leichter auf. So sieht der aus. Das ist der Bursche Trocken. Also es ist eine schöne cremig-roséfarbene Highlighterfarbe. Jetzt probieren wir den mal nass. Was machst du da? Jetzt werde ich angeblinkt. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. So. Und so sieht der Bursche nass aus. Also wieder höhere Deckkraft. Die Farbe verändert sich auch ein bisschen. Ja, der ist auch richtig schön. Auf den freue ich mich auch schon. Das war der 100 Glamorose. Ja, sehr, sehr schöne Lidschatten. Die Wet n Dry von Catrice können ohnehin was. So, jetzt rechts mir aber. Lass das. Ja, richtig schön. So, dann sind wir mit den Lidschatten fast schon durch. Fast. Denn ich musste sie haben. Also von Motti. Also ich hätte sie mir ohnehin irgendwann gekauft, aber ich hätte mir das halt nicht alles auf einmal geholt. Denn man hat ja ein halbes Jahr Zeit. Und zwar geht es um die Absolute Nude von Catrice.
Die hat auch gar keinen. Na doch, 010 All Nude. Es steht jetzt hinten drauf: 6 trainierte Nude-Farben für jeden Typ, bla 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 bla. Mit unterschiedlichen Effekten von matt bis metallisch. So. Das ist einfach mal falsch bzw. gelogen. Denn wie ihr unschwer erkennen könnt, ist keine dieser Farben matt. Keine einzige. Die haben alle Schimmer. Sie haben stärkeren Schimmer oder weniger starken Schimmer, aber matt ist da keiner von. Ich werde euch die jetzt hier mal in einer Reihe auf der Hand durchswatchen. Ich glaube, ich nehme vorher ein bisschen Base. Also wirklich nur ein Hauch. Denn je besser ihr die erkennen könnt, desto besser könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch die in real überhaupt nochmal angucken wollt. Achso, es ist übrigens auch noch ein Applikator dabei. Der ist schön lang. Was ich an den Applikatoren nämlich sonst nicht mag, ist, dass das so Fitzel-Mini-Dinger sind und dann komme ich damit nicht klar. Der Pinsel, Entschuldigung, ist erstaunlich weich. Also den könnte ich mir beim Palettenbattle auf jeden Fall vorstellen. Ja, es geht jetzt um die Nude-Palette. So, ich swatch euch die einfach mal durch. Ich habe gar nicht genug Finger. So, jetzt hoffen wir mal, das sind ja 6 Farben, dass ihr die auch alle erkennen könnt. So, hier habe ich die hellste Farbe hingeswatcht. Das ist bei meiner weißen Haut ja immer so ein bisschen problematisch. Also der hier ist der hier, der hellste. So, und dann bin ich die Reihe einfach nur runtergegangen. Und das sind die Farben, die ihr bekommt. Es sind kühle, es sind warme Farben dabei. Aber wie ihr sehen könnt, die schimmern alle. Also da hat sich was mit matt. Finde ich auch ein bisschen schade, denn im Endeffekt geht es bei Nude ja darum, möglichst natürlich auszusehen. Also das ist mein Begriffsverständnis davon. Und das sind schon natürliche Farben, aber sie schimmern halt alle. Und ich hätte mir zumindest eine dunkle, matte Farbe hätte ich mir gewünscht, damit man sich damit mal einen Lidstrich ziehen kann oder wie auch immer. Oder halt das in die Lidfalte hauen kann. Aber gut, da hat sich Catrice wohl... Ich weiß nicht, ob sie sich in der Beschreibung oder in den Texturen vertan haben. Aber das ist die absolute Nude-Palette. Getragen habe ich sie noch nicht. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich habe sie erst seit 2-3 Tagen. Aber typische Catrice-Qualität, würde ich sagen. Also wenn ihr Lidschatten sammelt, so wie ich, oder Anfänger seid, beides ist eine Empfehlung. Die kostet 4,99, also knapp 5 Euro. Ja, jetzt sind wir mit den Lidschatten durch. Und mit den Augenprodukten sind wir nicht ganz durch. Denn Catrice hat neue Kajalstifte, und zwar die Long Lasting Eye Pencil in Waterproof. Und da gab es 2. Der eine heißt 070 Blue Barrymore. Da nimmt man jetzt anhand der Verpackung an, dass es ein lila Ton ist. Es ist aber tatsächlich, es ist wirklich ein Blau. Also Blue Barrymore ist Programm. Er hat maximal einen lila Schimmer. So, habe ich euch den mal gezeigt. Und der zweite ist, also allein aufgrund des Namens wäre der bei mir eingezogen. Und zwar 040 Karate with Bronze Lee. Huch, ja. Achso, sie haben übrigens einen Anspitzer am Ende, der, wie ich finde, nicht besonders gut funktioniert, aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür. So. Das ist der Bursche. Den swatche ich euch mal direkt neben den. Und die Farbe ist einfach nur Bam. Also den habe ich schon als Lidstrich getragen, der bewegt sich auch den ganzen Tag überhaupt nicht. Ich habe den auf Wasserlinie habe ich ihn gehabt, da hat er sich ein bisschen bewegt, aber das nehme ich eigentlich niemandem außer Gel-Aligner nehme ich das übel, weil bei mir wirklich alles verrutscht. Das Einzige, was bei mir hält auf der Wasserlinie, sind Gel-Aligner. Insofern nehme ich ihm das nicht übel.
So, und wenn man denen ein bisschen Zeit gibt, sich hinzusetzen, dann kriegt man die nicht mehr ab. Also ich habe es wirklich mit Gewalt und Handcreme-Einsatz habe ich es dann geschafft, mir den irgendwann runterzurubbeln. Aber so rubbelt man sich ja niemals am Auge rum. Also wirklich im Leben nicht. So, ich denke mal, ich zeige euch das mal. So, Nahaufnahme. Und jetzt gebe ich mal richtig Gas. So, das würdet ihr niemals am Auge machen. Und dann sieht er immer noch so aus. Also das mit dem Long Lasting haben sie wirklich hingekriegt. Also die Dinger halten. Also als Lidstrich sind die meiner Meinung nach nahezu unzerstörbar. Also mit Gereibe kriegt ihr die auf jeden Fall nicht von eurem Auge runter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr gelungen. Ja, tschüss, du alter Terrorist. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ja, also wie gesagt, die preislich liegen die Long Lasting Eye Pencil bei 2,79, glaube ich. Schlagt mich nicht, ich weiß es gerade nicht so genau. Bei 2,79 meine ich. Dann, was gab es denn noch? Bleiben wir mal bei Augen. Gab es noch die Lashes to Kill False Lashes Volume Mascara with Lash Extension Fibers. Die Lashes to Kill kennen wir ja. Ich habe sie auch in allen Varianten schon ausprobiert. Und fallen lassen. Sekunde. Entschuldigung. Das ist die Lashes to Kill. Ich komme mal ein bisschen an die Kamera ran, damit ihr sie euch angucken könnt. Ich mache auch noch ein separates Video dazu. Also, ich finde die wirklich beeindruckend. Hat nichts mit natürlichen Wimpern zu tun, aber ich finde die echt toll. Muss ich sagen. Aber dazu, wie gesagt, kommt noch ein separates Video. So. Dann kommen wir zu Lippenprodukten. Ich trage heute mit Liebe, Hingabe und voller Stolz die Nummer 260 It's a Mad World. Kann man das lesen? Vielleicht. Richtig tolles warmes Rot. Also für eiskalte Typen müsst ihr gucken. Das ist wirklich ein mattes Finish. Und wie Frau Bipunk schon sagte, diese Textur, dafür, dass sie matt ist, ist ein absoluter Traum. Was die nämlich überhaupt nicht tun, womit ich bei ganz, ganz, ganz vielen Lippenstiften ein Problem habe, ist Lippenfältchen. Und ich hab bestimmt auch Fältchen auf den Lippen, ich habe aber vor allen Dingen Fältchen um die Lippen herum. Woran das liegt? Also ganz gewiss nicht an meinem Jahrgang. Ja, doch, vielleicht auch ein bisschen an meinem Jahrgang. Aber der hier bewegt sich nada Richtung Lippenfältchen. Überhaupt nicht. Und das muss ich sagen, ist selten und das finde ich extrem cool. Die kosten, genauso wie alle anderen Catrice Lippenstifte, 3,95 € und die lohnen sich einfach. Ich spreche von die, denn natürlich zog auch die 250 Mad About Pink bei mir ein. Ganz klar, Fluchalarm. Es ist ein mazettiges, kleines, süßes Etwas. Textur exakt der gleiche wie bei dem roten. Wahnsinn. Also, Catrice, vielen Dank, dass ihr die Matten endlich ins Standardsortiment aufgenommen habt. Zumindest zwei Töne, um mal zu probieren, ob sie überhaupt gekauft werden. Es ist nun so, dass beide Töne, wie ich finde, eher für warme Typen geeignet sind. Das heißt, ich weiß nicht, wie das dann mit den Verkaufszahlen so wird, wenn man praktisch, ja, wenn die Hälfte der Leute sagt, oh, das kann ich nicht tragen. Leute, haut rein. Wenn ihr was geil findet, wenn ihr was schön findet, wenn ihr etwas gerne tragt, haut rein. Ich habe mit Sicherheit auch ein paar kalte Farben, also gerade an Lippenstiften, die ich wirklich sehr mag und die ich einfach trotzdem trage. Umso mehr knallen sie. Was soll's. Also, die beiden, wahnsinnig toll. Dann neue Lipglosse. Ihr wisst ja, wie ich geschimpft habe, als sie die Color Show Lipglosse rausgenommen haben und dafür nur diese sanfte Variante im Sortiment behalten haben. Ich habe das im Leben nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Jetzt haben sie praktisch beide rausgehauen. Es gibt jetzt nur noch eine Sorte und zwar die Infinite Shine Lipgloss. Und ja, wir fangen mal mit der 010 Nude Trishes an. Das ist der Kandidat hier. Wahnsinnig interessante Farbe, wie ich finde.
Und sie versprechen Lipgloss für spektakulären Glanz und gepflegte Lippen, versorgt die Lippen intensiv mit Feuchtigkeit, ohne jedes klebrige Gefühl, und das stimmt. Sie kleben wirklich, wie ich finde, kein Stück. Also das, finde ich, hat man beim Lipgloss auch eher selten. Ich habe einen von Alcina, der kann das. Und ich hatte einen von Bijou, der konnte das auch. Ja, aber die hier können das definitiv. Das ist der Nutritious. Perfekt, um ihn über andere Lippenstifte zu geben, um denen ein völlig anderes Finish zu verleihen, die komplett praktisch neu zu gestalten oder auch ihn solo zu tragen. Gerade für den Sommer so ein bronzeglitzeriger, richtig, richtig schön. Jetzt weiß ich den Preis von denen nicht. Morty, magst du mal kurz gucken? Infinite Shine Lip Gloss. Also bei Lippen. Er schaut mal eben kurz. Ich stelle euch so lange den zweiten vor, den ich habe. Und zwar die 070 Very Very Raspberry. Raspberry. Wo sind die? 3,99? 2,99. 2,99 für die Infinite Shine Lip Gloss. Gott, wie bei einer Versteigerung. gut. 070 Very Very Raspberry. Raspberry ist für mich ein reines Pink eigentlich. Das hier ist der Fluch mit Goldschimmern. Ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr so oft in YouTube-Videos zu sagen, aber mir ist die Buchse aufgegangen. Also, so ein toller Farbton und dieser goldene Schimmer, es ist ja nun ganz oft so, dass wenn man den Lipgloss in der Flasche schön findet, dass, wenn man ihn dann swatcht, dass davon nicht mehr viel übrig bleibt. Aber, Kinder, guckt ihn euch an. Der schimmert so fein golden. Also man kann von grobem Glitzer überhaupt, kann da überhaupt keine Rede von sein. Und man merkt auch bei beiden nicht den Glitzer auf den Lippen. Also wenn man die Lippen zueinander bewegt, hat man das, finde ich, bei manchen Lipglossen, dass man diese krümeligen Glitterpartikel spürt. Das ist ein bisschen eklig, finde ich. Es fühlt sich nicht schön an. Hat man bei beiden überhaupt nicht. Und bam. Also diese Farbe, wunder, wunder, wunderschön. Und das ist ein absoluter Sommerlipgloss, auch für mich. Also beide, gut. Ich glaube, ich habe Bock auf Frühling und auf Sommer, sonst würde ich das jetzt nicht immer so oft sagen. Ja. Ja, wir neigen uns dem Ende zu. Ihr habt es bald geschafft. Dann habe ich mir in 010 Ivory die Camouflage Cream. Oh toll, ich habe mir Lipgloss auf die Hose geschmiert. Die Camouflage Cream angeguckt, auf die wir ja auch alle sehr, sehr gespannt sind. Und ich sehe Eyeliner. Also das Flomartuch kriegt ihn runter, aber es braucht etwas Geprügel. So, Entschuldigung. Camouflage Cream. So ein kleines Döschen ist das. So, jetzt seht ihr mal so das Größenverhältnis. Es sind 3 Gramm drin, 6 Monate nach Öffnung haltbar. Sie sind übrigens, was ich ganz toll finde, wo man hier vielleicht noch so ein bisschen den Rest sieht, hier diese Klebestreifen, die sind zugeklebt. Finde ich sehr, sehr cool. Denn gerade ein Produkt, was ich mir unter die Augen mache, was ich mir im Gesicht verteile, Kajal kann ich anspitzen, Lidschatten kann ich die oberste Schicht abtragen, aber das würde ich dann hier doch ein bisschen eklig finden. Das ist die hellste Farbe. Und auch wenn sie jetzt im Topf nahezu weiß aussieht, ist sie, wenn ich sie im Gesicht benutzen will, tatsächlich immer noch ein bisschen zu dunkel. Aber wenn ihr da mit dem Finger reingeht, verwandelt sich das in Samt und Seide. Ich zeige euch das mal kurz auf der Hand, da seht ihr den Swatch. Also es ist wirklich tatsächlich noch ein bisschen dunkler als ich es bin. So. Aber wenn ihr das mit den Fingern auftragt, erstmal ist die Deckkraft phänomenal. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut, wie es bei einer Camouflage Cream sein sollte. Aber manchmal versprechen die einem ja auch was und dann ist es nicht so. Ich habe das morgens um, wann schminke ich mich morgens? Na, sagen wir mal 6:30, 7:00, habe ich mir das unter die Augen gehauen. Also wirklich da, wo Augencreme vorher war,
was sich den ganzen Tag bewegt, weil ich super viel rede und auch sehr viel lache eigentlich sehr gern. Und ja, man wischt sich da auch mal längs. So, und dann war ich abends um 7, also 12 Stunden später, stand ich in meinem Lieblings-DM und habe mich mit der einen Verkäuferin kurz unterhalten, beziehungsweise ich habe sie gekidnappt und vollgelabert und habe ihr erzählt, dass ich das Zeug um 7 Uhr morgens drauf gemacht habe und sie kam wirklich so ran und sagte, das hat sich ja keinen Millimeter bewegt und es hat es auch nicht. Also Hautgeschichten sind ja immer sehr individuell und ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen Lidschattenbase noch einmal ums Auge rum verteilt, das wird dabei geholfen haben, denke ich mal. Aber das hier ist ein Concealer, der stark deckt, der bei mir nicht austrocknet und der wirklich 12 Stunden hält. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich fand ja meinen NYX Photo Finish Concealer fand ich schon ziemlich gut. Der hat aber auch einfach nach ein paar Stunden gesagt, jetzt mache ich Feierabend, was ja auch in Ordnung ist. Aber das Zeug, ich bin wirklich, also das ist wirklich eine Kaufempfehlung. Ich bin wirklich, wirklich überzeugt davon. Wirklich. Ja. Große Lobhudelei, keine komplizierten Wörter, wenn man sie nicht aussprechen kann. Große Lobhudelei. Es ist toll. So. Kaufen gehen. Ich habe vergessen, was es gekostet hat. 3,99 glaube ich. Morty, was hat das gekostet? Er sitzt da gerade am Rechner, das ist praktisch. Das ist Gesicht. Und dann Concealer. Genau. 2,99? 2,99. Ich will Catrice immer teurer machen, als sie sind. 2,99. Und lohnt sich wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin vollkommen überzeugt von diesem Produkt. Und obwohl das vielleicht für mein Gesicht ein klein wenig zu dunkel wäre, also wirklich eine Nuance oder so, unter den Augen bin ich eh, wenn es denn unter der Woche ist und ich trotz stetiger Bemühungen nicht genug Schlaf kriege, bin ich saudunkel unter den Augen. Und das hilft da super gegen. Also es sieht gut aus. Es sieht einfach, ich sehe einfach gut aus damit. Ja. Das war mein Catrice neues Sortiment. Wir drehen alle ein bisschen durch, Haul. Es hat einen riesen Spaß gemacht, sich die Sachen anzugucken. Wie gesagt, dass ich den Inglourious Masters vergessen habe, das kann ich mir bis heute nicht erklären. Also sowas Bescheuertes. Ja. Aber das sind die Sachen. Vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr. Tschüss.